Und da sind wir auch schon wieder bei Rhythm Paradise Megamix. Im letzten Part haben wir die dritte Prüfung des Torwächter-Trios bestanden und sie haben das Tor für uns geöffnet. Und dieses werden wir jetzt durchschreiten. Hey, ihr habt es echt bis hierher geschafft. Wahnsinn! Es ist schon so lange her, dass jemand bei mir war. Kein Wunder, wenn das Torwächter-Trio jeden belagert hat. Schau nur, wir haben den grünen Turm erreicht. Ja, ihr habt es geschafft. Er heißt übrigens eigentlich Saftgrünturm, aber egal. Keine Ahnung, wieso der eigentlich so heißt. Steht übrigens schon ewig hier. Mein Stamm, oder wer auch immer, bewacht ihn übrigens. Wenn ich da hochklettere, komme ich dann zurück zur Himmelswelt? Wow! Das ist ja ein Zufall. Also gut, hört mal zu. Die Älteren berichten, dieser Turm führt uns zum Himmel. Ist etwas wie eine alte Prophezeiung. Wusste ich's doch, genau wie Mama es gesagt hat. Also, ich hätte da einen Vorschlag für euch. Fangt einfach an zu klettern. Und zwar bis zur Spitze des Turms, bis nach ganz oben. Schafft ihr das, dann erwecke ich die geheime Kraft des Saftgrünturms. Und diese Kraft führt euch direkt in die Himmelswelt. Das würdest du für uns tun? Das wäre ja fantastisch! Nur eins gibt es, das solltet ihr noch wissen. Ihr müsst dem Turm seinen alten Rhythmus zurückgeben. Ihr seht aus, als hättet ihr so etwas schon erwartet. Na, umso besser! Klettert einfach nur Schritt für Schritt nach oben, immer weiter. Ihr schafft das schon. Und vergesst nicht, mit Spaß an der Sache kommt ihr viel leichter weiter. Das gilt übrigens für alles im Leben, Herr Schulze von der Arge! Guter Rhythmus und gute Laune hängen eng zusammen. Keine weiteren Fragen? Na dann viel Erfolg! Wir haben es tatsächlich bis zum Turm geschafft. Ich bin ganz schön aufgeregt. Bald bin ich wieder zu Hause. Den Turm zu besteigen wird sicher nicht leicht. Aber du wirst mir doch sicher dabei helfen, oder? Na komm schon, immer weiter Feuerleiter. Prima, nächste Haltestelle, Spitze des Turms. Okay, betreten wir den Turm. Baseball im Weltall. Verpasst dem Ball einen kräftigen Schlag. Aber nur dann, wenn er auf der richtigen Höhe ist. Gemacht. Der nächste ist ein hoher Ball. Fantastisch! Damit könntest du jedes Match gewinnen. Also legen wir los.
War das ein Reisbällchen? Der Punktestand. War es einfach nur der Punktestand? Sonst stand da noch immer irgendwas Lustiges. Solide Arbeit am Schläger. Und flotte Auffassungsgabe. 86 Punkte. Super. Hurra, ich bin Erster. So, da auch dieser Part jetzt schon wieder halb rum ist, mache ich noch einmal eine Pause und nachher geht es weiter im saftgrünen Turm von Rhythm Paradise Megamix.